Hallo und willkommen zurück bei Harveys neue Augen. Mein Headset sitzt gerade noch ein bisschen schief, jetzt passt. Und ich habe mich ein bisschen darüber informiert. Na gut, ich habe mir die Komplettlösung angeschaut. Aber nur das, was ich machen muss, oder zumindest eine Sache, die ich machen kann. So, ist weg wieder. Dafür muss ich in die Kantine. Zu der netten... Wie heißt sie noch? Doris? Ich glaube, sie ist Doris. Bleh, die hängen überall Kabel gerade um. Das ist ein bisschen unständig. Und ich muss auch mal auf die Uhr schauen, wenn ich denn weiß, wie lange ich überhaupt Soweit ich das nicht. Bei der lieben Doris können wir was zeigen. Nämlich ein Pfadfindermesser. Das braucht sie ganz dringend. Was hast du da? Ist das etwa mein Messer? Aha. Das kann doch nicht wahr sein, dass so ein kleines Balk wie du mit einem Messer durch die Gegend läuft. Ich sag's ja. Die Jugend von heute ist verdorben wie das Einweggulasch für nächste Woche. Weißt du denn nicht, was so ein Messer für einen Schaden anrichten kann? Soll ich es dir zeigen? Na siehst du. Also gib schon her, bevor du irgendwen damit verletzt. Sowas. Ein kleines Mädchen mit einem Messer. Unverantwortlich. Hier, nimm stattdessen diese Motorsäge hier. Jetzt, da ich wieder ein Messer habe, brauche ich die nicht mehr. Dankeschön. So, in diese Motorsäge müssen wir das... Lilly hatte einen Geistesblitz. Der hochprozentige Alkohol war ein Fang. Die Oberin wird... So, jetzt haben wir die Kettensäge. Und damit müssen wir zum Baum, wo die liebe, Man merkt, ich habe wieder eine Weile nicht gespielt. Ich kann die Namen nicht mehr. Das ist irgendwie erbärmlich. Okay. Hier ist Shawnee. Und dann müssen wir zum Schulteich. Schulter und zum Hintergarten. Zum Hintergarten. Gut, wir sind. Und da können wir dann unsere Widmung rausschneiden. Also, los, Lilly, du kannst das. Perfekt. Geschafft. Lilly hatte Ednas Aufträge ausgeführt und alle Beweise verschwinden lassen. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Lilly, Gott sei Dank, ich habe ein neues, viel größeres Problem. Ich kann mein Tagebuch nirgendwo finden und da steht doch alles über meine Fluchtpläne drin. Ich habe sogar eine Karte angefertigt, auf der ich mein Versteck markiert habe. Also vergiss die Sache mit den Beweisen. Vergiss sie einfach. Die waren eh nicht weiter wichtig. Das Tagebuch hat jetzt höchste Priorität. Bitte hilf mir suchen. Wenn die Oberin es in die Finger bekommt, bin ich geliefert. Es muss irgendwo in der Nähe sein. Lilly wusste natürlich sofort, was zu tun war. Sie wusste sofort, was zu tun war. Oh Mann. Ich habe keine Ahnung. War das jetzt so schwer? Da lag es doch schon, das Tagebuch. Oder hing vielmehr. Die verräterischen Aufzeichnungen baumelten an der Kralle einer dumm daherglotzenden Taube. Hallo, liebe Taube. In dem Augenblick, als Lilly das Tagebuch... und flog mitsamt Tagebuch zum Klosterdach, wo sie im Gebälk über dem Büro der Oberin verschwand. Da half auch kein dümmliches Gucken. Ein weiteres Mal führte Lillys Weg nun in die Höhle des Löwen. Okay, dann weiß ich jetzt, was ich machen muss. Ich denke, jetzt wird es wieder eine Weile laufen, obwohl ich nicht wirklich Ahnung habe. Irgendwas wird schon passieren und überall hieß vom Pinselstrich. Mittlerweile hört sich das immer noch eklig an. Und Bugs. Also dann. Wir nutzen mal die Muskete. Hallo, liebe Spatzen. Oh.
Lilly hatte zwar die Spatzen verfehlt, nicht aber ihre Wirkung auf Shawnee. Er schien tatsächlich ein wenig beeindruckt zu sein. Willst du kippen? Lilly hatte gehört, dass Zigaretten beruhigend wirken sollten. Aua, das hatte Lilly fein hinbekommen. Shawnee schien es schon viel besser zu gehen. Man erkannte es genau an der Art, wie sich seine Pupillen langsam nach innen drehten. Okay, was können wir davon mitnehmen? Zigarette? Hi, Spatzi. Mietz. Was für ein schönes Tier. So stolz. So ein glänzendes Gefieder. Hoffentlich fand Lilly später noch Zeit, mit ihm zu spielen. Hoffe ich doch. Shawnee. Shawnee war... Die Zigaretten hatten... Okay, komm gleich wieder. Muss noch nach jemand anderem schauen. Also, auf zum Hintergarten! Zum Hintergarten, habe ich gesagt. Ist jetzt nicht zu einsam, aber das wollte ich nur mal gezeigt haben. Schön rosa hier jetzt, nicht wahr? Obwohl ich glaube, dass da nicht so viel rosa sein kann, zumindest da oben. Weil das rosa Zeug ist ja nach unten gekracht eigentlich, aber war gut. Liegt hier irgendwo das Rezept? Ich hab's schon. Oh, okay. Dann können wir ja zu Doris gehen und ihr das Rezept vorbeibringen. Doris! Ich hab was für dich. Okay, hier ist das Rezept. Hier für dich. Ach, du hast das Rezept? Aha. Na dann, zeig mal her. Na, das sieht doch brauchbar aus. Entenbraten für Lumpi. Eine gute Wahl. Alles, was mir fehlt, ist eine Konservenbüchse für das Essen der Oberen aus dem Keller. Aber ich kann ohnehin noch nicht mit der Zubereitung anfangen. Solange der Ofen nicht läuft, kann die Oberen noch lange auf das Futter warten. Ha, ich möchte nicht in deiner Haut stecken, wenn du ihr die Nachricht überbringst. Ja, gut, bringen wir es hinter uns. Also, auf zur Oberen. Zum Kloster. Wo war die nochmal? Ich glaube, die müssen ganz hoch, oder? Was? Das passiert halt, wenn man ein paar Tage nicht spielt. Jupp, da... Oh, da habe ich... Wie lange habe ich nicht mehr gespielt? Ich könnte irgendwie nachschauen, weil das sicher bei der Aufnahme dran steht oder so, aber... Rundgang. Was soll's? Ihr fahrt ist noch früh genug, oder nicht? Egal. Ab zur Oberin. Hallo, Frau Oberin. Na endlich, da bist du ja wieder. Lumpi verhungert bereits. Hast du das Essen besorgt? Was? Und dann traust du dich hierher? Abmarsch! Los, los, los! Wie ich dir... Okay, scheinbar müssen wir da doch was machen, aber der Ofen wird ja nie wieder laufen. Vielleicht können wir einfach Holz rein. Ja, warte, wir haben Holz. Ab in die Haupthalle. Wir haben Holz und eine Zigarette. Also klappt das sehr wohl. Haupthalle. Konserven können wir dann auch gleich mitnehmen. Okay, ab zum Brunnen und dann gehen wir wieder ins Keller. Ich finde, die sehen irgendwie alle so niedlich aus. Ab zum Brunnen, Lilly. Okay, in den Keller. Also, wir müssen Konserven mitnehmen. Sleckert unglaublich bei mir, ich weiß nicht wieso. Das mussten die Konserven. Lilly, wenn.
Okay, wir haben Taubengeschmack. Dann packen wir noch den Holzklotz in den Ofen. Lilly hatte das Holzstück in den Ofen und brauchte sie es. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber gut, wir können es probieren. Das Feuer, wie das Haus. Oh, schön. Okay, das war's dann, glaube ich. Und dann müssen wir zurück zum Schulteich. Und dann wieder zurück zur lieben Doris. Also, die da ist rum. Das Kloster. Ach, diese Rosahaftigkeit. Und wieder zur Doris. Es ist immer unglaublich, wie schnell man laufen muss. In die Kantine. Oder wie weit man laufen muss. Ach, egal. Dafür sieht alles hier sehr schön aus. Hier, du kriegst eine Konservendose. Ah, du hast die Konservendose gefunden. Aha. Sehr gut. Das heißt wohl, ich kann mit der Zubereitung des Essens anfangen. Den Braten für die Katze stelle ich sofort in den Speiseaufzug. Damit ist er allerdings voll. Das Essen für die Oberen kommt erst, sobald du den leeren Teller wieder in den Aufzug gestellt hast. Hast du das verstanden? Aha. Tja, hoffen wir es einfach mal. Okay. Dann gehen wir jetzt Lumpi füttern. Oh je, wieder laufen. Yay. Laufen macht so viel Spaß. Ab ins Treppenhaus. Ach, was ich Lilly wohl dabei denkt, wenn sie die ganze Zeit rumlaufen muss. Ich meine, sie läuft den ganzen Tag schon rum. Und so viel. Ich könnte mich nicht so viel bewegen. Und Gang. Okay, ins Büro der Oberin. Hallo. Ach, da ist ja das verlorene Kind. Ich hatte schon fast Hoffnungen, du wärst unterwegs von einem wilden Tier gefressen worden. Aber wenigstens hast du endlich das Essen besorgt. Ich muss jetzt ein paar Vorbereitungen treffen. Füttere Lumpi in meiner Abwesenheit. Und wehe, du verlässt das Büro, bevor die Arbeit erledigt ist. Okay. Also nehmen wir den Braten und geben ihm Lumpi. Hier, für dich. Guten Appetit. So eine Enttäuschung. Lumpi hatte offenbar gar keinen Hunger auf den Braten. Wie sollte Lilly nun jemals ihre Aufgabe vollenden? So, den Braten geben wir einfach der liebenswerten Topfpflanze. Die wird sich freuen. Gut. Und den stellen wir dann wieder in den Essenslift. Katzenfutter mit Taubengeschmack. In der Kantine gab es nie so etwas Gutes. So, das bekommt Lumpi stattdessen. Guten Appetit. Jetzt ist Lumpi glücklich. Das Katzenfutter mit Taubengeschmack hatte Lumpi offenbar gefallen. Und es sah ganz danach aus, als hätte er bereits eine Idee, wo er den Nachschlag herbekommen konnte. Leider war die Wand zu glatt für seine Krallen. Und es sah leider. Kann ich ihn wieder hochschauen? Ein seltsames Gemälde. Ich will da hochschauen. Hey Lumpi, hier für dich. Lilly bezweifelte. Okay, wir gehen wieder. Hey, wo willst du hin? Fütter die Katze. Hab ich doch. Gurr.
dies als Haus. Das kann und es leider. Was ist denn? Kann ich das an den Haken hängen? Was auch immer mir das bringen soll. Na, da hatte es aber jemand eilig. Ach, das hatte Lumpy gerochen. Auf einem der Balken saß die Taube, die Ednas Tagebuch geklaut hatte. So. Der Plan, aber Lilly. Nanu, wie ich sehe, hat Lumpy endlich sein Essen bekommen. Das ist überraschend. Vielleicht ist bei dir ja doch nicht alle Hoffnung verloren. Und jetzt raus mit dir. Okay. Vielleicht war ich zu streng zu dem Mädchen und seinen Mitschülern. Es sind ja nur Kinder. War ich zu voreilig, Herr? Sollte ich Dr. Marcel wieder absagen, bevor er seine neue Methode an den Kindern ausprobiert? Gib mir doch bitte ein Zeichen. Was ist das? Eine Friedenstaube? Ist das dein Zeichen? Soll ich die Kinder doch verschonen? Oh Herr, ich danke dir. Ich... Was? Das... Diese verfluchten... Kinder! Jetzt ist das Maß aber endgültig voll. Als Lilly die Schlafkojen betrat, war Edna verschwunden. Nur ein schlecht gezeichneter Brief lag auf dem Bett. Mach's gut, Lilifried. Ich muss los. Die Luft hier ist mir zu dick geworden. Ich warte noch einen Augenblick am Schaukelbaum auf dich. Wenn du dich beeilst, erwischst du mich vielleicht noch. Ansonsten findest du eine Karte mit meinem Versteck im Tagebuch. Du hast es ja bestimmt längst gefunden, richtig? Bleib schmutzig. Deine Edna. Die Nachricht machte Lilly nervös. Sie musste Edna unbedingt einholen. Psst, Lilly, schnell, hier entlang. Der Doktor und die Oberin sind euch bereits auf den Fersen. Lilly schaute sich staunend um. Was war das für ein merkwürdiger Ort? Du fragst dich sicher, was das hier für ein merkwürdiger Ort ist, oder? Aber jetzt ist keine Zeit für Erklärungen. Komm, schnell! Lilly wollte erst noch ein wenig mit Garretts Sachen spielen. Wo sind sie? Sie können nicht... Andererseits... Okay... Kann ich da rein schaffen? Lilly wollte... Wo sind sie? Können... Andere... Okay, wir sind hier in Garretts Geheimraum und... Ja. Ich denke, hier ist ein guter Cut. Ein gemeiner Cut, aber ein guter Cut. Also vergesst nicht, Follow the White Rabbit. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!